Aber am Mittwoch habe ich meinen allerersten Termin für meine Tätowierung. Also ich werde mir dann das allererste Mal eine Tätowierung dann auf den Körper draufklatschen. Bin ich auch schon mal definitiv gespannt. Am Mittwoch ist halt einmal nur das Vorgespräch. Was für Tätowierung es sein soll, wie groß und bla bla bla, Voranzahlung und wie viel der Scheißdreck wirklich kostet. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, Hör mal, wie das dann ich auch weiß immer ausschauen noch wird, nicht, wie Speedy mit den das Auto Nadeln und alles da zurückbekommen dran, soll. ob man das ein Er sagt bisschen anscheinend nie zu Nein zu einer sehr Herausforderung. Sie wehtun ist wohl wird oder ziemlich dann doch stur. irgendwie so auf Deswegen ganz kommen sie entspannt wohl und immer miteinander so, klar. ja, Also, du zu komm. becken bis zum Wir Geld müssen nimmer. einfach den perfekten Moment abpassen. Ihren Ruf aufs Spiel setzen. Na gut, aber was auch immer passiert, haltet die Werkstatt auf jeden Fall da raus. Ich definiere diesen Plan gern als lose. So wie in... Er ist lose? Ah, du kapierst schnell. Das ist jetzt immer wieder die Frage. Okay, 5000 geht. 5000 ist in Ordnung. 5000 ist definitiv in Ordnung. Für das, dass wir dann wenigstens ein bisschen besser sind. Wieder zu B abrunden. Geil. Damit wir so ein bisschen den 31er machen können und wieder bei B lauter 1 werden. Ist aber richtig geil. 4,9 ist aber richtig geil. Merkt man sich und spürt man sich auch. Ja, gönn dir. Gönn dir, Digi, gönn dir. Und da kann ich mir eh schon wieder nichts mehr leisten. Super. Fick dich. Bist deppert 50.000 oder hat es dir ins Hirn geschissen oder? Glaubst du, ich hab 50.000 eingesteckt? Bevor, wenn ich gerade einmal einen Zehner eingesteckt hab. Das ist dann lustig. Jetzt ist eh schon wieder. Oh, Tech Hour. Ich bin jetzt aber gespannt. Ich sehe schon wieder nur eine Mische. Na, zwei Missionen. Dann würde mal sagen, ja, mach mal die Mission. Mach mal die. Paint the City Black. Ultimative Prüfung für dein Können hinterm Steuer. Drift, Springer, Rahmen, zerstörbar, erreiche die höchste Punktzahl. Boah, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, zeigen wir mal her. Wie schaut's denn damit aus? Naja, voll, ich muss ja wieder bedenken, bin noch. Hey, Speedy, ist schon Stufe 2. Stift und Papier. Hab irgendwie die Hände voll. Mit was? Jongliermessern. Echt? Wusste gar nicht, dass du beim Zirkus bist. Ich fahre. Oh, klar. Dann merkt ihr einfach alles ganz genau, was ich jetzt sage, okay? Events mit hohem Einsatz sind teuer. Das Preisgeld ist hoch, das Risiko aber auch. Bei Duellen fährst du gegen eine andere Person und zeigst der, wie der Hase läuft. Beim Marathon ist ganz Lakeshore dein Spielplatz. Dann gibt es noch die Rennen. Sieger kriegt alles, Langstrecke, bis zum Tod. Wie bitte? Was? Was? Wollte nur sicher gehen, dass du zuhörst. Okay, komm mal da, kommt euch, ihr wollt schon Blutwiese. Viel Geld zu verdienen. Oh, also mach schon. Ich hab schon gefreut gehabt. Okay, bitte, weil der liegt mir am Hals. Komm mal da, kommt euch da. Boah, schon gefreut wieder. Ja, machst gegen Erm, ja, mach gegen Erm. Boah, das deppert aber der die höchste Wette, gell? Ja, na gut, ja, mach einmal gegen Erm. You see out here, street style, it's everything. Was redet der plötzlich old auf Englisch? Fashion, new fashion. Ist der deppert so oder was? Love for passion. We gonna paint this whole city black and burn. Was ist das plötzlich auf Englisch? Say it pays the cost to be the boss, right? Let's show them who's in charge. It's the takeover. Ich glaube, wir deppert haben. Für das Ganze haben sie sich EA nicht mehr leisten können. Oder was? Für die paar Sekunden, dass es auf Deutsch wieder ist. Na, leg mir am Arsch. EA war in dem Moment ein bisschen zu gierig. Check it out, listen up. Next up is the test to see who's the best. Let's see who got the whole city on lock. Rev up, gear up. Kommt der extra von der US und A daher oder was? Weil er auf Englisch redet. Ist der deppert?
So, wahrscheinlich mit dem ganzen Drift und alles drum und dran. Ich bin mal stark an. Soll ich einfach nur mal die Dinger da kaputt machen? Das kann lustig werden. Das kann definitiv lustig werden. Ja, okay, Driften gibt's eh. Passt. Alter, Havara! Der reißt sich gar nicht mehr zusammen. Alter, ist der deppert oder was? Passt, sehr gut. Ah, für das erste Mal, sage ich jetzt einmal, ist jetzt mal gar nicht mal so schlecht. Aber da ist halt wieder falsches Fahrzeug, muss ich sagen. Da gibt es definitiv besseres dafür. Aber schaut schon mal jedenfalls relativ gut aus. Ja, das geht definitiv besser. Darf nur den 5er nicht verlieren. Den 5er darf ich definitiv nicht verlieren. Wenn den 5er Multiplikator da verliere, dann bin ich im Arsch. Bin ich im Arsch daheim. Ah, gut eingekastelt. So, jetzt tun wir mal wieder ein bisschen driften. Step oder wird der das über 70 geschafft, der geschissene, Alter. Ich schaffe ja nicht einmal Zähne. Ja, ein bisschen heftig ab und so ein bisschen driften und dann passt das schon. Ja, mit einem guten Sprung, wichtig und richtig, sehr gut. Passt es eh. Ja, das passt eh. Gib noch. Havara, gib noch. Also, bin ich schon Erster. Das ist schon wieder scheißegal. Hauptsache Erster. Ich hätte doch mit ihnen wetten müssen, noch zusätzlich mit mehreren. Ja, ich hätte mir gedacht gehabt, das wird gefährlich vielleicht. Wenn es auch so von der Punkteanzahl, oder wie von mit den Rennen da, oder wie der Erste ist, oder hab ich mir schon wie gedacht gehabt, ich war ja ist ja nicht. Schwitz schon. Aber voll entspannt, oder bist du etwas. Ich glaube, das ist aber auch den Schwierigkeitsgrad verschulden. Und weil ich die Wahl 5 beibehalten muss. Jetzt ist es eigentlich wurscht. Jetzt fahre ich einfach nur noch so irgendwie so. Machen wir das Rennen fertig und passt schon. Machen wir das Rennen noch irgendwie fertig. Jetzt ist alles wurscht. Wie viele Punkte da noch am Schluss zusammenkommen? Wahrscheinlich besser, Gott, als vorher, wo ich mich konzentriert habe. Alles klar. Der Kurve habe ich jetzt gerade definitiv besser gemacht. Aber oh mein Gott, wie peinlich oder wie traurig. Digga. Schau, da haben wir unser Ziel. Sehr gut. Oh, punktetechnisch war das ein ordentlicher Abstand. Aber bist du deppert? Shit was tight. You did your thing out there. Ich verstehe trotzdem nicht, wieso der auf Englisch redet, aber na gut. Die ganzen Bauarbeiter neues, die tun mir irgendwie hey, leid. Ich hab gehört, du hilfst den Leuten. Soll vorkommen. Kannst du zu mir kommen? Aber klar, bin gleich da. Ja, passt. Machen wir die. Wart. Auf dem Weg? 21 Minuten vorher zu dem Havara? Bist du deppert? Gibt's ja keine Schnellreise oder irgendwas? Community hat eigene Herausforderungen aufgestellt. Soll heißen? Wenn du sie schaffst, wirst du bezahlt. Echt jetzt? Das klingt so einfach. Okay. Dann erwarte ich, dass ich heute Nacht auf einem Bett aus Geldscheinen schlafe. Oder ich habe so viel Zeit, bis ich dort sein sollte. Das kann auch möglich sein. Das könnte sehr gut möglich sein. Schauen wir, dass wir so schnell wie möglich bei Yama sind.
Ja, der ein oder andere Polizeiwichse ist auch noch am Start, aber Gebiete, so gut können die mich da eh nicht überholen. Also dementsprechend sind eh geschissene Wichser, keine eh nix. Ich mach mal locker flockig fertig. Ah, ein Stern, na schau. Gib mir wieder was extra. Gut, schmeckt. Freiwand, Huikas. Ihr wart ja irgendwie nur drauf, bis mir da einer eine fährt. Ihr wart ja nur drauf. So irgend so ein depperter Bulle, oder? Und scheißen geh. Fast einmal nur ein bisschen kurz durch die Stadt. Der hat die wieder. Gesichter da, der fickt euch. Nächster Stern. Oh, ich hab Laura Stern gefunden. Nice. Laura, ich komme. Gut, dass ich jetzt gleich die Mission mache. 20 Minuten, oder? Ich baue schon allein schon 20 Minuten, um dort hinzufahren, oder? Das ist auch lustig. Aber merkt man gerade erst, wie groß die Map ist, Alter. Bist du deppert? Flieg auf da, mein Vögelchen. Flieg auf, Havara. Es geht, passt. Aber noch mal raus. Ah, schade. Oh, das wäre so geil gewesen. Dieser scheiß verfickter Zaun, Alter. Dieser scheiß.